dich mal wieder, die Logopädin. Schön, dass du auch da bist. Als erstes möchte ich dir mal ein frohes neues Jahr wünschen mit ganz viel Gesundheit und Spaß an der Arbeit. Und damit du den Spaß an der Arbeit vielleicht noch mehr haben kannst, habe ich heute wieder ein spannendes Video im Gepäck. Heute geht es nämlich um das Thema verbale Entwicklungsdyspraxie. Was ist das denn? Ja, das habe ich mich auch gefragt und habe mir deshalb über die Weihnachtsfeiertage ein Online-Seminar reingetan und erkläre dir jetzt zumindest mal in groben Auszügen, worum es bei der verbalen Entwicklungsdyspraxie geht. Und wenn dich das Thema interessiert oder es bei dir geklingelt hat und du denkst, ach, das hat der Patient, dann kann ich dir empfehlen, auch so ein Online-Webinar zu machen. Weil momentan geht wegen Corona ja wieder mal nichts. Okay, also verbale Entwicklungsdyspraxie, was ist das? Abgesehen von einem Zungenbrecher geht es genau um das Thema Zungenbrecher. Gehirn und Motorik oder Gehirn und Mund arbeiten einfach nicht gut zusammen. Das heißt, es ist für den Patienten schwierig oder schier unmöglich, Bewegungsmuster gezielt zu planen und abzurufen. So, hä? Genau. Da gibt es dieses Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells. Falls du das im Kopf hast oder dir nachanschauen möchtest, da wirst du dann sehen, gibt es auch dieses motorische Programm. Und das ist eben bei Patienten mit einer verbalen Entwicklungsdyspraxie nicht vernünftig ausgereift. So, und unsere Arbeit ist dann eben, das vernünftig nochmal nachzuarbeiten. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, vor gefühlten vielen, vielen Jahren, im letzten Jahrhundert, da gab es genau zwei Möglichkeiten, warum es zu artikulatorischen Schwierigkeiten bei den Patienten kommen kann, also bei den Kindern. Nummer eins war, ja, das Kind kann den Laut gar nicht bilden, es weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und Nummer zwei ist, das Kind weiß nicht, wo der Laut hinkommt, also phonetisch und phonologisch. Jetzt kommt aber noch dieser dritte Teil dazu. Das waren dann immer die Patienten, die extrem unverständlich gesprochen haben, aber mehr oder weniger therapieresistent waren, wo man sich einfach gefragt hat, was? Ja, zeichnet sich auch dadurch aus, dass du den Patienten dreimal ein Wort sagen lässt und jedes Mal sagt er es irgendwie anders. Inkonstante Lautfehlbildungen. Das wäre zum Beispiel ein Hinweis auf eine verbale Entwicklungsdyspraxie. Die ist also nicht erworben, sondern angeboren. Und es geht um das Thema Sprechmotorik, Sprechplanung. Da stimmt einfach was im motorischen Programm nicht. Und diese Bewegungen können nicht abgerufen werden, sodass der Patient jedes Mal quasi neu das Wort, das er sagen möchte, planen muss. Und ja, deshalb kommt es da eben zu unterschiedlichen Arten der Aussprache eines Wortes. Ja, weil es halt mal so geplant ist und ausgeführt wird. Okay, lass mich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. So, okay. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Man kann die verbale Entwicklungsdyspraxie in drei Bereiche teilen. Und zwar in eine schwere Dyspraxie. Das bedeutet, dass man als Außenstehender auch die Eltern die Hälfte der Aussagen gar nicht verstehen kann. Man kann einfach nicht verstehen, was das Kind sagt. Dann gibt es die mittelschwere Dyspraxie. Da geht es dann um den Längeneffekt, also je länger und je komplexer das ist, was das Kind sagen möchte, desto schlechter wird es verstanden. Und dann gibt es die leichte Dyspraxie oder eine dyspraktische Komponente, wo dann einfach nur bestimmte Dinge nicht richtig ausgesprochen werden können, sprich das Programm für bestimmte artikulatorische Bewegungen nicht gescheit abgerufen werden kann. So, wo kommt das auf einmal her? Was gibt es da für Ursachen? Man weiß es wieder mal nicht, man munkelt nur. Es ist ähnlich wie beim Stottern, dass man eine genetische Komponente vermutet, weil es eben familiäre Häufungen gibt. Es ist im Gespräch eine neurologische Komponente. Es ist im Gespräch eine Stoffwechselstörungskomponente. Es ist im Gespräch, oh, das habe ich jetzt vergessen, nein, das KISS-Syndrom, also diese Kopfgelenk-induzierte Symmetriestörung. Ich habe es hingekriegt. Das könnte auch eine Ursache sein, man weiß es einfach nicht. Fakt ist aber, dass die Patienten sich dessen sehr bewusst sind, nämlich gerne und viel sprechen wollen, aber merken, dass sie das einfach nicht so gut hinbekommen. Okay, soweit zu der Erklärung, was das eigentlich ist. Wenn es dich jetzt weiter interessiert, wie man das diagnostizieren kann und vor allem, wie man das behandeln kann, dann empfehle ich dir das nächste und übernächste und überübernächste Video. Ich weiß nicht, wie viele es am Ende werden. Wir werden dieses Thema auf jeden Fall ausführlichst in Kurzform
nochmal durchsprechen. Also, ja, ich hoffe, ich konnte dich jetzt soweit erstmal erhellen, was das Thema betrifft. Und wenn du magst, guckst du jetzt einfach den nächsten Film an. Da geht es dann um die Erkennungsmerkmale. Bis dahin,